said we're all made in Hollywood. Fake loving and hating on silver screens, believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything. But if you close your eyes. Servus Leute, ich bin's wieder, Dominik von Shisha TV, und heute stelle ich euch den Oscar African Cream vor. Auch der kostet wiederum 16,90 Euro für 200 Gramm. Hier habe ich wieder meinen Zipper drin, sprich, da ist Geruch drin. Ja, für alle, die sagen, da ist doch eine leere Dose. Und das Ganze wird schwer zu definieren sein. Warum? Weil das Ganze bis zu 16 verschiedene Sorten sein sollen. Und das wirklich definitiv rauszuschmecken, was das sein soll, ist wirklich schwer. Also ihr könnt gerne, wenn ihr den mal raucht, mir Feedback geben, was ihr rausgeschmeckt habt. Ich persönlich rieche zumindest erstmal eine Traubennote mit etwas Kühlen und was Fruchtigen. So, das würde ich erstmal so sagen. Das Ganze ist quasi oder soll sein, Dubacco hat ja damals eine Serie rausgebracht, die hieß, ja, wie verschiedene Musikarten, Richtungen. Und da gab es halt eben Hip-Hop und Rock'n'Roll. Und das soll quasi eine Kombination davon sein mit dem Mintblocker. Sprich wieder Eukalyptus, Menthol und Minze. Und ja, Geschmackstest. Es schmeckt echt lecker. Also ganz ehrlich, Leute, testet ihn einfach und probiert ihn selbst. Ich muss echt sagen, das ist mal ein Tabak, wo ich mir sage, jede Dose, die ich bisher, also jede Sorte, die ich probiert habe, schmeckt gut, also das vertrete ich wirklich so, wie ich sage. Ich habe es beispielsweise vorhin dem Hersteller selbst gesagt. Ihr kennt es bestimmt auch. Ihr geht nach Hause, ihr habt euren Tabak daheim und ihr wisst zwar schon, was ihr raucht, aber es ist nichts mehr Besonderes nach einer Zeit. Und ich finde hier, weil so viele Sorten kombiniert sind, also es ist schon fertig gemixter Tabak, sage ich mal, schmeckt das Ganze echt gut. Ja. Schnittbild blende ich natürlich wieder mit ein. Ich muss sagen, es schmeckt einfach frisch, fruchtlastig mit einer Traubennote. Auch die würde ich jetzt wiederum hier im Geschmack bestätigen. Rauchentwicklung ist in Ordnung. Lässt sich angenehm rauchen. Wirklich schön, vergleichbar mit Social Smoke vielleicht. Wirklich einfach ohne Probleme geht das runter und ohne Kratzen, ohne irgendwie Drücken oder sonst was. Das ist wirklich angenehm. Also sobald es den Tabak auf dem Markt gibt, werde ich mir auf jeden Fall die eine oder andere Sorte kaufen. Es schmeckt mir einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, was Oscars African Cream ist. Und ansonsten, wenn ihr ihn selbst probiert habt, in die Kommentare. Lasst ein Like da, Abo da lassen. Bis dann. Ciao.